Ja, wir können mal kurz ins Questlog schauen. Naja, das reicht aber. Ja, gut, das unorganisierte Verbrechen ist ja im Prinzip auch wurscht. Die Frage, was machen wir jetzt zuerst? Ich würde mal sagen, wir sacken auf jeden Fall die Zuckerdose ein. Die kennen wir ja schon. Gut, wir quatschen nochmal kurz Mod an. Entschuldigung. Ja, bla bla bla. Ich würde wirklich gerne bei euch Ach, ich mitmachen. würde wirklich gern. Ja. Ich bin ein Begabter. So, woran? An Strom meinem Leben. Kinderkram. Du bist einfach nicht verwegen genug für einen Unorgan. Ja, ist schon klar. Wie kann ich dir beweisen, dass ich verwegen genug bin? Da müsstest du schon was wirklich Verwegenes tun. Die Katze von der Donner rasieren zum Beispiel. Wenn's weiter nichts ist? Das sollte kein ernst gemeinter Vorschlag sein. Niemals würde irgendwer, der noch bei Verstand ist, etwas so Verwegenes tun. Ich bin ja auch nicht irgendwer, der noch bei, versuch nicht, mich aufzuhalten. Ja, Rufus ist doch nicht bei Verstand. Also von daher. Ich werde schon bald bei euch mit. Verzieht. Ja, genau. Ich komme auf. Was auch immer. So. Würde mal sagen, wir quatschen einfach mal eine Runde mit Goal. So, die Jukebox. Ach, genau, da können wir mit dem Schraubendreher mal aufdrehen. Genau. Das brauchen wir später noch. Also jetzt einmal mit Goal quatschen. That's our goal. Okay, Rufus, das hier ist ein Klacks. Ja, ein Also Klacks. gar kein Grund, nervös zu werden. Ja, ist Du ja bist gut. redegewandt und dein Haar nur noch Ja, schnell. ist ja gut. Romantiker Draufgänger ist Hier ja. kommt es. Check. Schaumkanonen auf volle Energie. Und schließlich die passende Einleitung zurechtlegen. Nimm mal Genau, von mein. ein Klassiker. Nur noch kurz durchatmen. Und los. Himmel, du schon wieder. Du gibst wohl niemals auf, was? Okay. Das ist, glaube ich, die Krawallgoal. Hier lungerst du also rum. Glaub mir, ich wäre deutlich lieber reserviert zu dieser Ja. Jahreszeit den besten Sojuchino auf ganz Elysium. Stattdessen sitze ich hier in diesem Kellerloch und trinke. Was ist das überhaupt? Na was schon? Plörre. Plörre. Nein, warte. Die Plörre steht noch hier unten. Was du da hast, ist die Tinktur gegen meine Ja, lecker. Nagelbettentzündung. Hattest du da etwa deine schmutzigen Nägel drin? Ja, aber du kannst sie ruhig austrinken. Sie funktioniert offenbar nur bei Fingernägeln. Und das ist der Zeitpunkt, an dem meine Verdrängungsmechanismen einsetzen sollten. Ah, da sind sie schon. Okay. Ja, aber ich glaube, so ausführlich müssen wir uns mit der nicht unterhalten, ne? Ich mache uns sicher So trotzdem. schlecht auf mich zu sprechen? Wie kommst du denn darauf? Du hast mich entführt, mir eine schwere Ja, hopp, Kopfverletzung roll doch. zugefügt. Ich habe es anders in Erinnerung. Du leidest offenbar an Wahrnehmungsstörungen. Du meinst, in Wirklichkeit bist du gar nicht sexy? Halte dich einfach von mir fern, verstanden? Du musst mit zu Doc kommen. Wozu? Damit du meinen Kopf noch weiter demolieren kannst? Ja, Natürlich. ich habe dir ganz schön den Kopf verdreht, nicht wahr? Köpfe demolieren und Köpfe verdrehen sind zwei unterschiedliche Sachen. Bei Tonis Schildkröte war es ein und dasselbe. Hör mal, Rufus, Ja. ich bin schmutzig, mein Haar sitzt furchtbar und mein Kopf fühlt sich an, als hätte man mir eine Kreissäge durch die Schädeldecke gejagt. Ja, aber es gibt Ja. keine Beweise. Zu allem Überfluss habe ich auch noch Hunger, also halte dich lieber fern von mir. Wenn du Hunger hast, ich hätte da noch eine Schale Erdnüsse vom letzten Schlammkuchenfest. Igitt, da wachsen ja schon Haare drauf. Ich wette, diese kleine Schale beherbergt mehr Killerbakterien als ein Labor für biologische Kriegsführung. Nein, Killerbakterien sind aus. Das hier sind Grippeviren. Okay. Da haben wir immerhin die Schale schon mal. Du musst mitkommen. Bei der Operation ist was schiefgelaufen. Was bedeutet schiefgelaufen? Kennst du das Märchen von den drei Bären? Im Prinzip war es genug, dass dein Bewusstsein bei. Ja. Was? Keine Panik, ich. Oh. Ja, kennen wir alles schon. Romantisches Essen, ne? Warte hier. Ich bin gleich zurück. Ist das ein Versprechen? Natürlich. Gut, das erhöht die Chance, dass du wegbleibst. Eine klasse Frau. Ja, wir haben auf jeden Fall immerhin die Schale mit Erdnüssen, die wir noch brauchen werden. Welche Goal waren das jetzt? War das Krawallgoal oder war es Lady Goal? Nee, ich glaube Lady Goal war das, oder?
Die Erdnüsse, jetzt haben wir nämlich die Erdnüsse, die brauchen wir ja nachher. Ich glaube, das ist Krawallgoal. Hä? Was zum... Wo bin ich hier? Weißt du das nicht? So viel hast du doch noch gar nicht getrunken. Das hier ist immer noch Gullivers Gully, die dunkelste Spelunke auf dem schwimmenden Schwarzmarkt. Schwimmender Schwarzmarkt? Doch nicht etwa auf Deponia. Wo denn sonst? Rufus, ich dreh ihm den Hals um. Alles in Ordnung? Gib mir einfach etwas von deinem stärksten Stoff. Wenn ich schon mal hier bin, kann ich mir auch genauso gut die Birne zuballern. Einmal rostroter Hirntod. Kommt sofort. Ah, okay. Das ist Krawallgoal. Oder? Ja, ich glaube schon. Ja, genau. Wir haben Krawallgoal. So, was hat die zu sagen? Huh? Du, was willst du? Frage, ob wir das machen müssen. Warte hier. Ich bin gleich keine Droge. Wir brauchen auf jeden Fall noch Baby Goal, das ist Fakt. Ja, genau, Lady Goal. Wir brauchen noch Baby Goal wegen Widerstand. Nanu, wie bin ich denn hier gelandet? Das fragen sich die meisten, aber die wenigsten wollen die Antwort wirklich hören. Du bist lustig. Naja, Baby Goal. Hm? Oh, du bist es. Wie schön. Nee, das brauchen wir, glaube ich, gar Warte nicht hier. Fragen. Ich bin klar, ja. Gute Sache. So, quatschen wir mal kurz mit Gulliver. Ah, ein neuer Kunde. Herzlich willkommen in Gullivers Gully. Ich bin Gulliver. Wenn du die Toiletten benutzen willst, sag bitte vorher bei mir Bescheid. Dann bekommst du von mir den Schlüssel, die Taschenlampe und das Anti-Wolf-Spray. Wir übernehmen keine Haftung für Schäden, die durch Erdnüsse von der Theke entstanden sind. So, was kann ich für dich tun? So, die Frage, was macht man jetzt, das... Gullivers Gully klingt aber nicht besonders einladend. Ja. Meine Kundschaft ist es nicht gewohnt, irgendwohin eingeladen zu werden. Wer würde auch Diebe und Schmuggler zu sich einladen wollen? Oder Leute mit ansteckenden Mundschleimhautentzündungen? Ja. Wenn du ein einladendes Ambiente suchst, dann gehst du besser in die Oberstadt, Bursche. Okay. Ach genau, das brauchen wir hier. Ich hätte die ein oder andere Frage zu deiner Stammkundschaft. Schieß los. Was sind denn das für Leute, die sich hier so rumtreiben? Naja, Gesocks und Gesindel halt. Diebe, Halsabschneider, aber die gute Sorte. Im Moment ist es ja recht leer. Um diese Uhrzeit immer. Außer deinen Leuten ist nur noch Nod da. Er gehört zum unorganisierten Verbrechen. Ich glaube, er ist hier, weil sein Bruder Wink heute das erste Drittel der vorverlegten 5-Uhr-Schicht übernommen hat. Ja. Aber wie du dir vorstellen kannst, sind die Dienstpläne des unorganisierten Verbrechens etwas undurchsichtig. Dann ist da noch Garlef. Er kommt zum Spielen her. Was spielt er denn? Schnick, Schnack, Schnuck. Im Ernst? Dein gefährliches Gesindel spielt Schnick, Schnack, Schnuck? Das klingt vielleicht nicht nach einem Spiel für harte Kerle, aber die Einsätze sind hoch. Und sie spielen mit gezinkten Fingern. Okay. Genau, die Untergrundbewegung braucht man. Was ist das für eine Untergrundbewegung, von der du sprachst? Naja, Untergrundbewegung ist reichlich hochgegriffen. Garlef trifft sich mit seinen Freunden Janosch und Liebold regelmäßig im Keller von Janoschs Mutter. Genau. Das ist ein Witz, oder? Ja, und die Pointe ist ihr Anführer Janosch. Er hält sich für eine Art Freiheitskämpfer. Eine Untergrundbewegung? Wie aufregend! Dieser Janosch klingt wie ein echter Held. Wie ein Held? Für mich klingt er eher wie ein idiotischer Dummschwätzer. Kann man auch so sehen. Was kannst du mir über das unorganisierte Verbrechen erzählen? Mit denen würde ich mich an deiner Stelle nicht anlegen. Sie sind unberechenbar und gefährlich. Genau. Wenn du mehr wissen willst, fragst du am besten Nord da drüben. Gut. Das war's fürs Erste. War ja auch genug. Ich müsste mal die Toilette benutzen. Dann solltest du zuerst diese Erklärung hier unterschreiben. Eine Erklärung?
Hiermit bestätige ich, dass keine Schadensersatzansprüche gegen Gulliver, Gullivers Gulli oder Spritzi-Toilettenausstattungen geltend gemacht werden können. Im Falle von Haarausfall, Nasenschleimhautverätzung. Ja. Spinnenbissen, Rattenbissen, Wolfsbissen, Lepra, Schuppenflechte oder jedweder Verfluchung durch ein indigenes Naturvolk. Wer würde so einen Quatsch denn unterschreiben? Nun, der Besitzer des Drugstores zum Beispiel. Ist er lebensmüde? Blind. Ansonsten ist die Benutzung der Toilette eine beliebte Mutprobe. Aha. Also beliebt bei denen, die im Testament stehen. Darelef da oben hat auch gerade so eine Wette mit seinem Kumpel Liebold am Laufen. Aha. Aber ich glaube nicht, dass er es tun wird. Er hat noch Pläne. Ich habe auch einen Plan. Den Plan, nicht als Feigling dazustehen. Er mit dem Stift. Du musst das nicht machen, das weißt du, ja, oder? Ja, schon klar, ich habe aber noch nie Sachen gemacht, die ich machen muss. Na dann, viel Glück. Wenn dein Bedürfnis stärker wird als dein Lebenserhaltungstrieb, kannst du Garlef ja nach dem Schlüssel fragen. Das werde ich. So, den Rest müssen wir, glaube ich, nicht anklicken. Bis später. Komm wieder, wenn du einen Drink kaufen möchtest. So, dann gehen wir mal hoch, quatschen Garlef kurz an. Darf ich nochmal stören? Stimmt. Ja genau, wirst du es nicht ohnehin tun. Ja, ja, bla bla bla. Hast du den Schlüssel für die Spelunkentoilette? Ja, aber ich brauche ihn noch. Ich habe da eine Wette am Laufen. Du hast gewettet, dass du die Toilette benutzen wirst? Ja, aber noch konnte ich mich einfach nicht überwinden. Hast du etwa Schiss? Noch nicht genug. Ich gehe da mal wieder. Mach das. Ach, Mann, verdammt. Ah, ich glaube, wir müssen damit erst mit Gold quatschen, wegen... Oh, du bist es. Wie schön. Ja, genau. Du musst mit zu Doc kommen. Huh? Bin ich denn krank? Nein, nein. Oh, Himmel, ich glaube, ja, ich ja, bla, bla, bla. Kannst du mal gucken? Ah. Jetzt hör doch ja, mal ja, zu. Ja, 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 ja. Ich dachte schon, ich muss... Aber du musst... Huh? Bin ich denn krank? Bla, bla, na, bla. Das kann ja noch lustig werden. Genau. Komm doch bitte einfach mit. Wohin? Na, zu Doc. Wer ist Doc? Sag mal, bist du auf den Kopf gefallen? Ich weiß nicht. Bin ich? Ach ja, da war was. Hier lungerst du also. Machen wir mal das. Tue ich das? Ist ja verrückt. Ich kann mich gar nicht erinnern, wie ich hierher gekommen bin. Ja, sehr merkwürdig. Ist doch egal, wie du hierher gekommen bist. Viel wichtiger ist, ich weiß, wie du hier wegkommst. Sag Zeppelin, bitte, bitte, sag Zeppelin. Der Nein, Zeppelin, oder nicht was? In einem Zeppelin. Oh. Vielleicht ja später. Yippie. Erinnerst du dich denn gar nicht? Na doch, du bist Rudi. Rufus. Puh, das ist anstrengend. Mein Kopf fühlt sich an, als hätte mich ein brennendes Sägeblatt an der Schläfe getroffen. Könnte sein. Offensichtlich kannst du dich an gar nichts erinnern. Umso wichtiger, dass du mit zu Doc kommst. Wahrscheinlich hast du recht. Du bist so ein guter Freund, Rudi. Schon? Also kommst du? Wir haben keine Zeit zu verlieren. Wir müssen verhindern, dass der Organon Deponia sprengt. Habe ich richtig gehört? Ihr wollt den Organon stoppen? Ja, okay. Sag jetzt nicht, dass ihr auch zu diesen Widerstandsspinnern gehört. Widerstand? Wovon redest du? Na, wovon schon? Von Janosch und seinen Leuten natürlich. Janosch? Ich habe ihm tausendmal gesagt, dass ich keine konspirativen Treffen in meiner Bar dulde. Es fängt an mit Tod im Organon und endet Tod damit, dass ich die Erdnussflips aus der Jukebox pulen muss. Hast du das gehört, Rufus? Eine echte Widerstandsbewegung. Ich hab's gehört, ja. Unglaublich spannend. Aber viel wichtiger ist doch, dass du mit zu Doc kommen wolltest. Wir reparieren dein Gehirn und... Das geht jetzt nicht. Wir müssen uns dem Widerstand anschließen. Ja, was? Was kann ich tun, damit du endlich mitkommst? Ich weiß nicht. Kannst du zaubern? Natürlich. Ich bin ganz groß darin, Gegenstände verschwinden zu lassen. Hui, schade, dass wir keine Zeit dafür haben. Wir müssen uns dem Widerstand anschließen, wie Janosch. Puh, muss das wirklich sein? Oh, bitte. Na gut, aber dann kommst du mit zu Doc. Na klar, ein echter Widerstandskämpfer kommt überall hin mit. Ja. Wie war das? Janosch, Janosch. Wer ist denn schon Janosch? Ja,
Das würde ich auch zu gern wissen. Das war eine rhetorische Frage. Janosch ist der Anführer des Widerstands. Du redest in einer Tour von ihm. Echt jetzt? Er muss ein Teufelskerl sein. Ja. Ach du grüne Neune. So. Warte hier. Ich bin gleich zurück. Oh ja. Ich glaube, wenn wir jetzt nach oben zu Garlef gehen, können wir ihm, glaube ich, den Schlüssel abluchsen. Darf ich nochmal stören? Willst du es nicht ohnehin machen? Genau, stimmt. So, Ich habe gehört, du gehörst einer Widerstandsbewegung an. Wer hat das gesagt? Das ist doch streng geheim. Sorry, das wusste ich nicht. Und den anderen scheint das auch nicht klar zu sein. Dann sag es bitte weiter. Es kann ja nicht sein, dass hier jeder meine Geheimnisse herumtratscht. Wogegen rebelliert ihr denn? Gegen die Unterdrückung durch den Organon natürlich. Ja, ja. Und dem Organon. Was hat dir der Organon denn getan, Frau? Das macht mich rasend. Genau. Kann man bei euch einsteigen? Unmöglich. Du könntest ein Spion des Organon sein. Aber wie wollt ihr den Organon bekämpfen, wenn ihr keine neuen Mitglieder bekommt? Frage. Durch passiven Widerstand. Ihr tut also... Doch, natürlich. Ja. Wie wir noch passen. Manchmal sagen wir sogar... Wow. Ja. Das sind nämlich die Optionen, die wir brauchen. Die Sache ist, ich werde hier manchmal die Dialoge ein bisschen durchklicken, einfach, weil ich das Ganze nicht so arg in die Länge ziehen will, weil es im Prinzip also dann nur ein Special sein soll, wie ich im Prinzip das Inventar voll kriege, weil ich das halt euch zeigen wollte, weil wollte ich halt auch mal unbedingt selber machen, da dachte ich mir, okay, kann ich gleich im Let's Play machen. Aber Sache ist, wenn ihr die ganzen einzelnen Dialoge hören wollt, wenn ihr hören wollt, was Poki zu sagen hat und so weiter und so fort, dann schaut euch einfach die einzelnen Let's Play-Folgen an. Das hier ist wirklich jetzt nur das einzige Ziel, wirklich das Inventar voll zu bekommen. Lasst mich doch mitmachen. Ich will eine Frau beeindrucken. Genau. Meinst du, es geht? Na klar. Frauen stehen auf mutige Männer. Männer, die den Mut haben, eine schmutzige Kneipentoilette zu benutzen? Ich meinte mehr so den Mut, sich für eine gute Sache zu engagieren. Hey, das tue ich doch schon. Hier, nimm den Toilettenschlüssel und bring ihn zu Gulliver. Den brauche ich jetzt nicht mehr. So, okay. Gut, jetzt haben wir den Schlüssel. Ich geh da mal wieder. Mach das. So, einmal nach unten und dann einmal mit dem Schlüssel die Kneipentoilette aufschließen. Ist es hier drin gerade kälter geworden? Ja, eindeutig. Alles okay bei dir, Junge? Ich war schon auf schlimmeren Kneipentoiletten. Es ist nur, ich habe diese Laute gehört und... Sagen wir einfach, das Klopapier könnte weicher sein. Du musst vor mir nicht den starken Mann spielen, Junge. Ich war auch schon auf dieser Toilette. Und kenne das Klopapier. Ich teile deinen Schmerz. Hier steckt übrigens noch ein Stück unter deinem Fuß. Du solltest das entfernen, bevor es noch jemand sieht. Sie würden es nicht verstehen. Ja. Auf jeden Fall. Jetzt würde ich mal sagen, haben wir alles. Ja, ich glaube schon. Zur Not müssen wir eventuell nochmal hier... Ach ja, stimmt, wir müssen nochmal hier rein, auf jeden Fall. Genau, wir schmeißen dem Generator ein wenig Zucker in den Tank. Wie war das? War Zucker im Tank gut oder schlecht? Es gibt nur eine Möglichkeit, das herauszufinden. Ja, einfach mal reinfüllen und... Ah ja, es war schlecht. Dachte ich mir's doch. So, dann hoppeln wir gerade mal kurz in die Spelunke. Oha, ganz schön duster hier. Ja. Aber noch lange nicht so duster, dass ich mein legendäres Sonar-Gehör zum Einsatz bringen müsste. Immerhin habe ich die leuchtendsten Augen des ganzen Südwesten dran. Endlich macht es sich bezahlt, dass ich als Kind immer Quecksilberdämpfe eingeatmet habe. Okay, also wir wollen ja einfach den Fisch hier einsammeln. Schade, dann spielt da kein Ender, bricht aus mehr. Egal, wir sacken ihn jetzt ein. Wenn ihr das hören wollt, dann schaut einfach die Folge.
So, was haben wir denn noch? Wir haben... Verdammt, Scheibenkleister. Ich habe noch etwas Entscheidendes vergessen, ne? Wir müssen unten uns ja aus der Jukebox noch eine Notenpapier rausklauen. So, einmal kurz in die Spelunke und da der tobte Taubentango. Ist eigentlich egal, was wir nehmen. Oh! Aua! Nichts passiert. Tote Taubentango einsacken. Leise? Genau. Leise. Hab's. Gute Idee. So, jetzt hoppeln wir wieder raus. Lassen das Ding mal wieder laufen. Ja, Ruhe. O Sole Mio. Ja, ich versuch dir gleich den Hintern, wenn du so weitermachst. So, jetzt sacken wir uns hier vom Apotheke. Gehen wir erstmal hier hoch. Schnappen uns den Zeug aus dem Müllcontainer. Abgelaufene Beruhigungspillen. Hm, besser als nichts. So, dann quatschen wir eine Runde mit dem Apotheker. Was? Wo? Was verkaufst du hier? Wonach sieht es denn aus? Tja. Nein, im Ernst. Wonach sieht es aus? Ich bin blind, weißt du? Ich sehe hauptsächlich bewusstseinsverändernde Substanzen, illegale Drogen und fragwürdige Medikamente. Puh, dann ist ja alles in Ordnung. Das hier ist mein Drugstore. Ja. Scheinbar. Was kann ich für dich tun? Ich bin neu hier. Gibt's hier irgendwelche Sehenswürdigkeiten oder so? Sehr lustig. Falls du es noch nicht bemerkt hast, ich bin blind. Nobody is perfect. Nobody but me. Ich würde gerne was kaufen. Oh, das ist gut. Das ist sehr gut. Was soll's denn sein? Ja. Das da oben brauchen wir nicht. Das können wir ja eh nicht holen. Gibt's irgendwas umsonst? Nicht wirklich. Das Einzige, was ich dir anbieten könnte, genau, wäre das Probeexemplar von diesem neuen Gewächs. Es enthält diverse, bewusstseinsverändernde Substanzen, die noch niemals an Menschen getestet wurden. Wow. Höchst gefährlich. Absolut illegal. Und die möglichen Nebenwirkungen sind genauso unaussprechlich wie unvorhersehbar. Aber es ist umsonst. Ja schon, aber... Na dann her damit. Nicht so schnell. Die Cucumis Agnitio gibt es nur im Austausch gegen einen Gratis-Coupon. Cucumis Agnitio. Die Gurke der Erkenntnis. Ja, die der brauchen Wirkstoff wir. Liegt in ihrem Saft. Leider ist die Schale sehr hart. Harte Schale, gefährlicher Inhalt, unvorhersehbare Nebenwirkungen. Wie bei mir. Passt für die Faust aufs Auge. Für mich erstmal gar nichts. Jeder das, was er verdient. Irgendwie zappelt das Bild hier so leicht rum. Von hier aus hat man einen guten Überblick über den Marktplatz. Ah, das erklärt eine Menge der Geräusche, die ich in letzter Zeit so höre. Was gibt's denn zu hören? Irgendwelche Neuigkeiten oder Gerüchte? Tja. Da muss ich dich wohl enttäuschen. Diese rhythmische Hintergrundmusik übertönt alles. Außer die gelegentlichen Jubelrufe aus Richtung der Arena. Okay. Diese Musik ist mir auch schon aufgefallen. Ich wünschte, man könnte sie einfach irgendwie ausschalten. Mir ist nämlich das Ohrwurmspray ausgegangen. Okay. Wir sehen uns. Sprich nur für dich. Ja. So, dann schmeiß mir eben den Gratis-Coupon in die Nase. Ist das hier vielleicht ein Rezept? Darf ich mal tasten? Zumindest scheint es in Blindenschrift geschrieben zu sein. Auch wenn die Schrift etwas verschmiert ist. Aber ein Rezept ist das nicht. Verdammt! Diesmal war ich so sicher. Oh, warte noch. Das hier ist einer meiner Coupons. Wo hast du den nur gefunden? Man kann zum Glück nicht behaupten, dass er die ganze Zeit unter unserer Nase war. Dafür bekommst du eine Gratisprobe meines neuesten Zugangs. Cucumis Agnitio. Die Gurke der Erkenntnis. Ja. Die ist so neu, dass es noch keinerlei Studien über mittel- und längerfristige Folgeerscheinungen gibt. Cool! Sehr schön, die Gurke der Erkenntnis haben wir jetzt schon mal. Und ich würde mal sagen, wir drehen einfach mal kurz die Musik aus. Extras. Einstellungen. So. Musik einmal bitte komplett aus. Hauptmenü. Und weiterspielen. Was? Wo? Ich hab die Musik ausgestellt. Wow, danke vielmals. Wie auch immer du das angestellt hast.
Ah, okay, sehr schön. Wir sehen uns. Sprich nur für dich. So, jetzt können wir aber eigentlich auch wieder in die Einstellungen gehen und die Musik wieder anschalten. So, haben wir jetzt alles. Marktplatz. So. Vor Docks Werkstatt, da waren wir schon. In den Hafen. Ja, da müssen wir aber nicht hin. Müssen wir gerade nochmal kurz in den Hafen. Und dann müssen wir hier gerade mal da lang, weil da müssen wir nämlich noch die Antenne einsacken. Boah, da hätten wir auch direkt über die Karte hingekonnt. Upsi, warum passiert mir das eigentlich immer bei Antennen? Gute Frage. Hier können wir sonst nichts machen. Hier ist nur das der Waffenladen. Docks Werkstatt brauchen wir eigentlich nicht. So, gehen wir mal kurz zum Marktplatz und gehen dann dahin. Was soll das denn? Ein Gitter? Hey! Hallo! Ach, Glatzmatz! Was heißt denn hier Burg? Frechheit! Ja, ich glaube, die Nase mag dich einfach nicht. Ja, die Nase ist voll von dir. So, und jetzt haben wir Platz im Inventar. Also wieder einen Slot weniger im Inventar belegt. So, jetzt würde ich mal sagen, wir gehen einmal kurz da rein. Boah, was für ein Schuppen. Haben Sie schon mal etwas vom Anklopfen gehört? Natürlich. Aber das neue Album ist mir zu kommerziell. Was haben Sie überhaupt hier verloren? Haben Sie sich wenigstens die Schuhe abgewischt? Das letzte Mal zu meinem 8. Geburtstag. Damals hat mich mein Dad? Rufus? Dad, du bist Captain Seagull. Ich... Die Schuhe, Rufus. Oh. Entschuldigung, Sir. Ja, genau. Wow, Dad. Das ist echt voll die geile Hammer-Location. Und ja. Ein Fußabtreter aus echtem Wombat. Respekt. Fußabtreter? Ja, er hing gleich neben der Tür. Das war mein Sonntagsmantel. Oh, hör mal, Rufus. Ich hab zu tun. Sag mir einfach, was dich hertreibt. Und dann geh wieder spielen, okay? So. Nee, ich glaube, wir müssen hier nicht eigentlich weglaufen. Gar nicht. Ich bin bald zurück. Vergiss den Spruch. Er zieht nicht mal bei. Ja, ja.